Meine Freundin möchte gerne oben ohne baden. Ist das eigentlich erlaubt? Wir klären es in diesen Nutzerfragen. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeborger und Solmecke. Und zur oben ohne Frage, wie könnte es anders sein, komme ich natürlich erst am Schluss dieser Videos. Beginnen möchte ich gerne mit einer Frage von Thorsten K. Er fragt: Wann hafte ich für Schäden auf der Arbeit? Naja, es ist natürlich so, dass du auch auf der Arbeit erstmal verpflichtet bist, ganz sorgfältig mit deinen Arbeitsmaterialien umzugehen und erstmal nach den normalen Haftungsgrundsätzen haftest. Wenn du eine Pflichtverletzung begangen hast, dann kannst du auch dann entsprechend dafür belangt werden. Das gilt für Vorsatz und Fahrlässigkeit. Das heißt, wenn du was bewusst kaputt machst, logisch, dann haftest du dafür. Was aber manchmal sein kann, ist, dass du zwar haftest, aber deine Haftung dann, und das kommt eher durch die Rechtsprechung, eingeschränkt wird. Und da gibt es drei Stufen, die die Rechtsprechung fürs Arbeitsverhältnis ermittelt hat. Die sagen zum Beispiel, dass es eine leichte Fahrlässigkeit geben kann. Leichte Fahrlässigkeit wäre ein bisschen gegeben, wenn dein Chef dir einen unheimlichen Stress gemacht hat. Du sitzt an deiner Laptop-Tastatur, die du oder an deinem Laptop, tippst was ein und du bist im Stress, drehst dich rum, zack. Kaffeetasse fällt auf den Laptop, Laptop kaputt. Da würde ich sagen, leichte Fahrlässigkeit, die zudem noch der Chef mit verursacht hat. Und insofern ist das dann das Problem des Chefs und du wärst von der Haftung ganz frei. Was viel häufiger vorkommen kann, ist die mittlere Fahrlässigkeit. Das heißt, du hast etwas tatsächlich beschädigt oder hast irgendwie einen Schaden angerichtet. Ein Beispiel wäre zum Beispiel, eine Kassiererin tippt statt 500 Euro nur 50 Euro rein oder gibt einfach viel zu viel Geld raus. Und dann muss abgewogen werden, wer den Schaden zu bezahlen hat. Denn oftmals sagt man, dass eventuell der Chef noch mitverschulden hat und reduziert auch wieder den Schaden, der dann einfach nur vom Arbeitnehmer zu berappen wäre. Und die Fragen, die da eine Rolle spielen, ist als erstes, wie hoch ist der Schaden und wie hoch ist das Schadensrisiko der Tätigkeit? Also, dass eine Kassiererin sich vertippen kann, das Risiko ist einfach sehr hoch und wenn der Chef Scannerkassen hat, kann das nicht mehr passieren. Und insofern könnte man sagen, da wird die Schadenersatzpflicht der Kassiererin auf ein Minimum reduziert. Und außerdem muss man noch die Frage klären, welche Position hat sie? Ist sie nur Kassiererin in Anführungsstrichen oder ist sie Geschäftsführerin des Ladens? Wie viel verdient sie? Wie hoch war ihre Arbeitsbelastung? Wie lange ist sie schon im Betrieb? Ist ihr da schon mal was passiert? Also das alles muss mit einkalkuliert werden und danach bestimmt sich dann, wie viel man wirklich zu zahlen hat. Es kann also durchaus sein, dass man für Schäden aufkommt, aber die reduzieren sich teilweise bis auf null, wenn man sagen kann, Moment mal, was kann ich dazu, wenn ihr mir so eine risikoreiche Tätigkeit anbietet, kann doch schon mal ein Fehler passieren und das sieht die Rechtsprechung dann auch ganz genauso. Freakin' Chick, dem ist heiß und er fragt, hey, ich hätte gerne mal erfahren, wann gibt es eigentlich Sonderurlaub? Der will nicht mehr arbeiten oder zumindest kurzzeitig von der Arbeit freigestellt werden. Also grundsätzlich gibt es den Grundsatz, ohne Arbeit kein Lohn. Aber es gibt trotzdem ein paar Regeln, wo man trotzdem Geld bekommt, obwohl man nicht gearbeitet hat. Und das ist in Paragraph 616 Bürgerliches Gesetzbuch niedergeschrieben. Da sagt man, wenn der Arbeitnehmer aus einem Grund, der in seiner Person liegt, ohne dass er das selbst verschuldet hat, für eine verhältnismäßig kurze Zeit, unerhebliche Zeit, nicht arbeiten kann, kriegt er trotzdem Geld. So ungefähr steht das da vereinfacht drin. Und was das für Gründe sein können, also persönliche Gründe, zu denen man aber nichts kann, ja, da, oder die einfach nicht anders gehen, ja, hat das Arbeitsgericht was zu gesagt, oder einige Arbeitsgerichte, und haben dazu eben Regeln für Sonderurlaube entwickelt. Und einige dieser Regeln sind zum Beispiel ausgesprochen worden für die eigene Eheschließung, da kriegt man einen Tag Sonderurlaub für. Wenn man sich zusätzlich noch kirchlich trauen lässt, gibt es noch mal einen Tag obendrauf. Wenn nahe Verwandte, also Kinder oder Eltern, heiraten, gibt es auch einen Tag. Goldene Hochzeit der Eltern, auch einen Tag. Geburt eines Kindes, ja, für die Mutter gibt es sowieso frei, aber nicht, weil sie Urlaub bekommt, sondern weil sie dann eben eine Krankschreibung hat. Und für den Vater gibt es einen Tag Sonderurlaub. Beim Todesfall des Partners gibt es 3 Tage Sonderurlaub, beim Todesfall von Angehörigen, die im Haushalt leben, 2 Tage und beim Todesfall nachher Angehörige einen Tag Sonderurlaub. Wenn man staatsbürgerlichen Pflichten wie Ehrenrichter oder Schöffe, Freiwillige Feuerwehr nachkommen muss, kann es je nach Bundesland, das ist das unterschiedlich geregelt, bis zu 12 Tage Sonderurlaub geben. Wenn man zu einem Gerichtstermin geladen ist, dann gibt es Sonderurlaub genau für die Dauer des Gerichtstermins. Und wenn man einen Arztbesuch macht, ohne dass man Einfluss auf den Termin hat, etwa weil man gerade gestürzt ist, muss man dann zum Arzt hin, dann gibt es für die Dauer des Arztbesuchs
Besuches entsprechend auch einen Sonderurlaub. Da muss man also immer mal schauen, wofür man Sonderurlaub haben will. Nicht für alle Zwecke gibt es Sonderurlaub. Und der Micha Kleinlaut, der ist gar nicht so kleinlaut, wie sein Name da tut. Der sagt, pass mal auf, ich würde mal gerne, dass meine Frau oben ohne baden kann und möchte gerne wissen, wann ist das möglich, dass meine Frau oben ohne baden kann. Also, wie geht er denn hier? Ich kann das nicht. Weg mit den Klamotten. So wollte ich mir das vorgestellt. Haben uns auch angeschaut. Theoretisch gilt natürlich gleiches Recht für Männer und Frauen. Wenn die Männer oben ohne baden können, können Frauen auch oben ohne baden. Und das gilt in der Regel am Meer oder an öffentlichen Badestränden. Da ist das nämlich nicht verboten, das oben ohne baden. Aber immer dann, wenn es eine Badeordnung gibt, zum Beispiel ein Freibad, da kann natürlich das oben ohne tatsächlich verboten werden oder nur in einzelnen Bereichen für zulässig erklärt werden. Auch kann man sagen, man darf sich zwar oben ohne sonnen auf der Wiese, aber nicht oben ohne ins Wasser gehen. Also da bitte schön überall, wo es solche öffentlichen Badeanstalten sind und es eine Badeordnung gibt, da gibt es das Hausrecht der jeweiligen Badeanstalt, die kann dann auch regeln, wie ihr da rumzuflitzen habt. Und dann müsst ihr euch bitte obenrum bedecken, wenn das die Hausordnung so sagt. Und wenn der Bademeister euch das sagt, dann hat der da eben die Hoheitsgewalt über die Hausordnung und ihr könntet rausfliegen, wenn ihr euch nicht dran haltet. Ja, das war's mit den Nutzerfragen für diesen Sonntag. Lasst uns ein Abo da, ganz wichtig, damit wir euch auch künftig wieder mit diesen News beliefern können. Wir sehen uns auf diesem Kanal morgen schon wieder. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid und ich würde mich auch freuen, wenn ihr jetzt diesen hervorragenden Sonntag noch ein bisschen genießt. Danke fürs Zuschauen. Tschüss und bis morgen.